Da haben wir wieder mal Glück gehabt. Da haben wir wieder mal Glück gehabt. Da war schon wieder fast Schicht im Schacht. Da haben wir wieder mal Glück gehabt. 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 Da war schon wieder fast Schicht im Schacht. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Alle, die dieses Video jetzt sehen, sind sehr schöne Menschen. Also kannst du dir auch mal selber auf die Stirn klopfen, wie schön du eigentlich bist. Denn, ja, es ist nicht selbstverständlich, dass ihr eingeschaltet habt. Die letzten Tage waren sehr alienfrei, tatsächlich. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle einmal entschuldigen. Tatsächlich ist bei mir, wie immer eigentlich, ein bisschen was los gewesen. Und ich habe ja schon mal von der Priorität von meinen Kanälen erzählt. Main-Kanal immer wichtiger als dieser hier. Und, ja. Oh, bin ich jetzt hier falsch runtergefahren? Muss ich wieder hoch? Ich muss wieder hoch. Ich bin gerade nicht so ganz im Bilde. Die letzte Folge ist schon ein paar Tage her. Fahren wir mal wieder hoch. Ja. Trotzdem, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Natürlich auch gleich eine Algorithmusfrage für euch. Wie sieht meine Frisur und mein T-Shirt aus? Schreibt es in die Kommentare. Findet ihr mich süß? Ja, gut. Dann nicht. So, finden Sie ein Medikit? Ah, ich war also schon unten und muss jetzt hier wieder hoch. Verstehe. Gut, gut, gut. Ach, wir sind hochgefahren, haben dann gespeichert. Okay, okay, gut. Ja, Alien Isolation, ich hab's schon mal gesagt. Ja, ist irgendwie so ein Wannabe-Horror-Game, habe ich so das Gefühl. Bisher muss ich sagen, so Jumpscares und sowas haben mich jetzt noch nicht so abgeholt. So, ich guck mal eben. Leuchtfackel, Revolver, Rauchgranate. Ich würde gern Geräuschemacher noch bauen, aber ich habe leider gerade keinen Ladungspack. Schwierig. Einen Sensor brauche ich dafür auch. Was brauche ich denn für ein Medikit? Da brauche ich keinen Sensor. Da kann ich mich mal hier so ein paar Sachen benutzen. Und übrigens immer, wenn man hier... Ah. Wenn man so viel Shit dabei... Oh. So viel Shit dabei hat, dann weiß man immer nicht... Ja. Ja, und ich will aber irgendwie dieses Spiel jetzt nicht so links liegen lassen. Deswegen werden wir jetzt hier heute, ihr werdet wahrscheinlich in den nächsten Tagen dieses T-Shirt öfter sehen. Ich werde jetzt für die nächsten Tage, für jeden restlichen Tag dieser Woche, also heute ist Mittwoch bis Sonntag, wird es jetzt eine Folge jeden Tag geben. Einfach nur, weil ich weiß, dass ihr diese Videos gerne seht. Ich weiß, dass sie auf diesem Kanal recht gut ankommen. Und wir werden jetzt ein bisschen durchpowern. Ja? Es werden wahrscheinlich so 20 bis 30 Minuten Folge, je nachdem, wie gut wir immer durchkommen. Ja? Ist hier noch irgendwie so ein Bildschirm? Nee, ne? Wo soll ich jetzt hin? Kann ich immer noch nicht nehmen. Im Endeffekt soll ich ja hier sein. Und ich muss wahrscheinlich da in diesen Raum. Jetzt ist hier ein so ein... dieser Schacht. Aber ich höre ja die ganze Zeit das Viech im Schacht. Aber für mich ein bisschen lauter, fürs Feeling. Ja. Strom wiederherstellen. Auweia. Ich bin hier also noch nicht so ganz... Kann ich das Alien schocken? Jetzt habe ich die aufbekommen. Ich habe für den Schocker, glaube ich, keine Munition. Ich brauche dafür scheinbar Munition. Ladungsfähig. Jo. Kann ich zumindest nochmal einen Geräuschemacher bauen? Und die Dinger. Die ganze Zeit über mir, ne? Okay. Ich bin Zauberer. Gut. Wisst ihr, was wichtig ist für mich? Irgendwie so nochmal irgendwie meinen vierten Kaffee heute gemacht. Oh, Moment, ich höre Geräusche. Sensor.
wird. Frank, ich muss mit dir reden. Ich habe hier eine Leiche, die zum Marshall Fall gehört. Weiblich, Ende 30, Brustwunde. Ich habe keine Ahnung, wie lange Marshall Waits sie da oben behalten will, aber es ist eine ziemlich heikle Situation. Ich werde ihre Diskretion benötigen und ich werde auch ihr Vertrauen in diese Angelegenheit brauchen. Kommen Sie in mein Büro. Lingard, medizinische Offizierin. Okay. Umweltkontrolle. Frank! Frank! Kennt ihr das von Lissy und Franz! Lissy! So. Ihre Bedenken bezüglich der Schließung von San Cristobal wurden notiert. Ich versichere Ihnen jedoch, dass die Evakuierung 100% nötig und nur vorübergehend ist. Meine Priorität ist das Wohlergehen der Lebenden. Sie scheinen sich mehr um die Toten zu kümmern. Achso, Sie scheinen sich mehr um die Toten zu kümmern, genau. Wenn Sie sich um Energieschwankungen der Temperatur in der Leichenhalle und den Zustand der Leichen sorgen, passen Sie das Kühlmittelsystem an. Verschwinden Sie einfach so schnell wie möglich. Lingard. Da ist nichts drin. Zubehör. Ah, ich kann das nicht aktivieren. Was? Was ist nicht gefunden wurde? Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe noch ein Audio, ich weiß. Ich will noch mal kurz gucken. Irgendwas fehlte mir. Ich habe es nur jetzt nicht gesehen. Audio gibt's nicht. Alter, das triggert mich. Ah, verstehe. Ich finde das Alien bestimmt nicht so nice, oder? Hier fehlt eine Zelle, verstehe. Die nicht rausnehmen. Muss eine so eine Zelle finden. Die Frage ist, kann ich jetzt in den Raum nebenan rein? Nee, hier ist es. Ich kann die nicht nehmen. Sieht genauso aus, aber jetzt ist der Raum hier auf. Got it. Immer erstmal gucken, ob hier irgendein Loch ist, wo der rauskriechen kann, ey. Der Grenze zu Kolumbien. Na, 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 na. Seed wurde sich, by the way, gewünscht. Deswegen habe ich das getrennt. Ah, hier ist die Zelle, lol. Da haben wir wieder mal Glück gehabt. War schon wieder fast Schicht im Schacht. Alter, kann dieser... Was soll das? Wo ist denn eigentlich mein... Ich gar nicht mehr, wa? Na, 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 na. Da ich mich hier verstecken kann, glaube ich, dass das Viech gleich irgendwo rauskommt. Und jetzt müsste ich das doch... Ich drücke eh, aber es passiert nicht. Als ob der so auf einmal vor mir steht. Hä? Bruder, da muss ich aber los. Das war jetzt nicht so nice. Hä? Aber... Oh nein, jetzt muss ich das nochmal machen. Okay, wir machen jetzt die einen beiden. Okay. Also, ich habe schon irgendwie sogar befürchtet. Ich war nur richtig perplex, wusste in dem Moment nicht so wirklich, was ich machen soll. Also, er kommt irgendwo rausgeschissen. Wahrscheinlich hier oder da. Hallo. Und dann ist er auf einmal hier drin. Alright.
Ja, ich dachte, wenn ich schnell weglaufe, dann wird's was. Ich hatte gerade kurz gedacht, dass ich streame. Ist schon mal passiert. Wollte ich eigentlich was aufnehmen? Habe ich angefangen zu streamen. Wie random der jetzt einfach rausgekommen ist, da hatte ich auch gerade keinen Bock mehr, mich zu wehren. Ja, komm. Als ob der jetzt auf einmal rauskommt. Der hat doch die ganze Zeit übelst hart gechillt. Auf einmal ist er dann da. Ja, dann machen wir einen ruhigen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich mich verstecken soll. Ich meine, ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich es wirklich zu Ende spielen soll. Aber ich muss auch sagen, ich will jetzt auch nicht immer jedes Game so abbrechen. Ich lasse mich da aber auch gerne von euch so ein bisschen berieseln. Das kann ich erst machen, wenn ich... Ich muss mir das durchlesen und dann kann ich das erst machen, sozusagen, oder was? So. Aber gefühlt ist es dann ja mega random, wann der mal da runterkommt. Oder? Zeig mir, wie ich mich arsch. Letztes Mal ist er jetzt gekommen, deswegen gehe ich jetzt rein. Warte erstmal kurz ab und nehme einen Schluck von meinem Kaffee. Bei mir ist übrigens gerade 19 Uhr. Ich habe noch nie abends ein Horrorgame aufgenommen. Gut. Was war denn jetzt? What the fuck? Also auf einmal minimiert sie so das Game. Sag jetzt, was will ich überhaupt hier drin? Medizinische Offizieren. In ihrem Büro sollten sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Vielen Glück, Ripley. Beeilen Sie sich. Jetzt muss ich durch den Schacht. Weiß nicht, ob wir das wollen. Bitte. Jetzt müssten wir hier durchkommen. Bestimmt da drüber mir.
Jesus Maria. Mach doch einen ruhigen. Verstecken. Richtig. Oh. Hier sind schicke Bilder. Urlaubsfotos? Grand Canyon oder was? Nee, das rechte Bild. Ich glaube, da war ich auch schon mal. Ist das in Irland? Also das hier? Ist das in Irland, diese Klippen? Ich glaube, da war ich schon mal. Ich war mal in Irland bei solchen Klippen. Hier passiert nichts mehr, ne? Theoretisch müsste ich jetzt wirklich los. Oh, eine Taschenlampenbatterie hier. Ja, wir müssen mal so ein Terminal finden für unsere Map, Alter. Nee, der kommt gleich. Ich halt gar nicht mehr aufrecht zu gehen, ne? Habe ich den Geräuschemacher gebaut? Nie. Der könnte gleich wichtig werden. Ja, jetzt ist er draußen. Hier sind wir schön in Afrika. Ein Foto. Wasser. Komm. So, was soll ich jetzt überhaupt machen? Erkunden Sie den San Cristobal, also die San Cristobal Krankenstation. Ich will eigentlich ganz woanders hin. Ich kam jetzt von da. Ich war in diesem Raum. Frage ist, wo geht's hier hin? Wo geht's dann hier nochmal? Sie brauchen dringend mal so ein Terminal, ne? Die Map. Mann, jetzt mach doch einen Abgang. Ist sie abgesperrt? Hier.
ich denke, der sieht mich nicht. Ich dachte, er hat keine Augen. Hat er doch Augen? Kalle, du hast die Alien-Filme nicht gesehen. Er hat keine Augen. Last try. Wir haben es echt erst hier das letzte Mal gespeichert. Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Vielen Dank, Ripley. Beeilen Sie sich. Gut. Versuchen wir es nochmal. Ding ist auch, wenn man hier das zweite Mal lang geht, dann denkt man auch nicht, ja, vielleicht kommt er, sondern man denkt sich so, scheiße, ich muss es nochmal machen. Hä, aber das hat mich halt wirklich gewundert. Ich habe extra einfach gechillt. Kann man irgendwie die Luft anhalten? Habe ich das irgendwie vergessen? Auch in der Runde noch nichts geleistet, seit ich hier bin, ne? Den kann man eh nicht nutzen. Also ich will ja eigentlich... Ja, hier unten lang. Bitte. Jo. Da kann ich rein, oder? Ja. Eine Map. Sehr gut. Nochmal ein Terminal. Arzneiausgabe ist leer. Nachricht an Lingard. Bei deren Rückkehr die Patienten... Die Patienten auf der Traumastation wurden bestmöglich für die Transport stabilisiert, bevor Waits hier alles abriegelt. Ich gehe nach oben zur Psychiatrie und sehe zu, dass keiner trödelt. Die Arzneiausgabe ist jetzt leer. Jegliche Erste Hilfe und Medizinvorräte von San Cristobal sind nun bei Ihnen oder anderswo auf der Station. Ich hoffe, Sie kommen mit guten Nachrichten zurück. Morley. Lesen. So, aufpassen, ne? Letztes Mal hat er mich vom Ding hier weggeholt. Totenschein. Das ist Sache Gehirn. Lila. Recht Lingard. Spendungsname. Recht. Hier Lingard. Medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott, steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Die ganze Zeit das Alien-Trappen hören. Das hat mich richtig, durcheinander gebracht. Ja, Leute, an dieser Stelle dann erstmal ein kleines Päuschen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Wie gesagt, diese Folge, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, kommt auch noch eine Folge Alien Isolation als kleine Wiedergutmachung, dass ihr jetzt so lange habt warten müssen. Und dann ab nächste Woche gibt es dann wieder normalen Content. Also da werden wir natürlich dann im Wechsel wieder die Folgen bringen. Schreibt mir aber gerne nochmal in die Kommentare, wie gesagt, ob ihr wirklich wollt, dass ich das zu Ende daddel. Weil ich muss sagen, ja, es gibt immer dieses Alien, aber ich weiß halt nicht, ob es noch krasser wird. Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, aber es hat jetzt auch keiner irgendwie was Gegenteiliges behauptet. Deswegen wird es wahrscheinlich, ist es einfach nicht so das Horror-Game, was wir uns alle erhofft haben. Gleichzeitig muss ich auch nochmal sagen, die Publisher von Visage machen scheinbar nicht ihr Spiel zu Ende.
Ich habe da nichts Offizielles gehört. Wenn ihr da also mal was hört oder wisst, schreibt es mir auch gerne nochmal. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Abend und wir sehen uns dann morgen wieder. Ne? Tschüss.